Wichtig ist die kontinuierliche Arbeit. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Man weiß wissenschaftlich, dass sobald Pausen gemacht werden, es katastrophal ist, ja, für den Menschen. Man hat das untersucht anhand der Montagsproduktion in der Industrie. Dann hat man festgestellt, die Leute, die Freitag nach Hause gehen, die Füße auf den Tisch legen und dann in die Glotze gucken und Montag, wenn die ankommen, ist der Intelligenzkoeffizient um bis 30% zurückgegangen in dieser Branche. Sie brauchen bis Nachmittag, bis sie wieder auf den gleichen Stand sind wie Freitag. Daher kommt die Fehlproduktion am Montag in vielen Werken. Ja? In der Kunst ist das noch gravierender. Macht keine 2-3 Tage Pause. Ich will euch nicht auffordern, euch zu kasteien, aber macht 10 Minuten. Ist schon viel gerettet für euer Gehirn, für eure Sensibilität. Ja? So wie man sich dann verpflichtet, Gymnastik zu machen, der Gesundheit wegen, so sollte man hier sich morgens oder mittags oder abends oder wann 10 Minuten, Viertelstündchen hinsetzen, die rechten Winkel nehmen, brauchen wir nicht aufbauen, nicht abwaschen, nicht gar nicht, ja? Sondern Zeitung hat man, Ausschnitte hat man immer wieder, sollte man immer dranbleiben.